dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Achtung, Achtung, hier ist der Gleichsatzkanal. Sie erleben soeben die 34. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik am Apparat Werner Petschko. Ich werde Sie durch diesen Reigen der vielfältigsten Beiträge zum Thema mit meiner Erläuterung in einen Zusammenhang versetzen und Sie auf das nächste Level Ihres Bewusstseins heben. Zeuge in Sachen freundlichere Umwelt ist hier Otto Willmann aus seinem Werk Der Nominalismus der Sophisten, zum zweiten bzw. dritten Mal zitiert mit folgendem: Die Dispute der Sophisten drehten sich nur um Worte. Nein, muss ich da sagen. Nein, da waren wir doch schon. Nein, da waren wir nicht. Ich bitte um Verzweiflung, stelle gerade eine gewisse Irritation fest. Es kann jetzt auch sein, dass dieses Zitat schon in einer der früheren Besprechungen in der Reihe Objektivität oder Skepsis besprochen wurden. Egal, also hier nochmal. In dieser Folge, die Dispute der Sophisten drehten sich nur um Worte, und wenn bei einer ernsten Debatte der Gedanke das Maß der Worte ist, so war bei ihnen das Wort das Maß des Gedankens. Also das ist jetzt mit Sicherheit schon mal passiert. Und jetzt nehme ich mir die Zeit, das war die falsche Richtung, um hier nochmal die Datei zu durchsuchen. Das Stichwort heißt Dispute auf der Nummer 176, und das war's. Tja, Leute, dann werde ich wohl in der Post-Production hier was rausschneiden müssen oder auch nicht. Fest steht jedenfalls, dass bei mir ein sogenanntes Déjà-vu-Erlebnis gerade stattfindet. Weswegen habe ich das auch dann, doch, das habe ich besprochen, nochmal, Sache der Einsetzung, willkürlich Formen, das gibt es doch nicht. Dann habe ich die nochmal Sache des Gesetzes. Ganz klar. Dann habe ich hier versehentlich womit es beim nächsten Mal weitergeht, falsch gekennzeichnet. Es geht weiter mit der Nummer 177. Ja. Diesen hier, der wird auch gleich erledigt, und dann geht es wieder zurück. So, jetzt geht's aber wirklich los. Man ist berechtigt, die Sophisten wegen ihrer Leugnung eines den Worten und Namen objektiv zugrunde liegenden gedanklichen Inhaltes als die ersten Vertreter des Nominalismus zu bezeichnen. Gewöhnlich gelten die Stoiker, wie man in Hamburg zu sagen pflegt, als solche, da sie die allgemeinen Begriffe für bloße Namen, denen in der Außenwelt nichts entspricht, erklärten. Das Wesentliche des Nominalismus ist aber nicht die Leugnung der objektiven Geltung der allgemeinen Begriffe, sondern die des objektiven Korrelats des Gedankens überhaupt. Die Beschränkung des Gedanklichen auf die psychische Tätigkeit, welche im Namen ihren Stempel aufdrückt. Also, es ist eigentlich leicht verständlich, was hier gesagt ist, aber ich werde das trotzdem noch etwas breiter treten, um auch noch eventuelle Zweifler aus dem objektivistischen Irrglauben zu erlösen.
Also, die Sophisten wegen ihrer eines den Worten und Namen objektiv zugrunde liegenden Gedankeninhalts bezeichnet. Also, dass dem gedanklichen Inhalt etwas objektiv zugrunde liegendes, etwas objektiv zugrunde liegt, dem gedanklichen Inhalt etwas objektiv zugrunde liegt, das haben die, laut Willmann, die Sophisten geleugnet. Dann die Stoiker haben erklärt, dass die Allgemeinbegriffe bloße Namen sind, denen in der Außenwelt nichts entspricht. Ja, nichts entspricht, das ist jetzt, gefällt mir jetzt auch in dem Sinn nicht, weil es ist ja irgendetwas da, es ist nur die Bezeichnung, eine irrtümliche. Also der Glaube, dass damit etwas erkannt ist, wäre, ist ein Irrtum. Also objektiv erkannt wird, ist ein Irrtum. In subjektiver Hinsicht funktioniert das Ganze ja. Die Leute glauben, mit einem Begriff irgendwas bezeichnet zu haben und verhalten sich dementsprechend. Und am Ende des Tages oder von mir aus in der Mitte des Lebens, dann als Midlife-Crisis, wird dann die Rechnung aufgemacht, ob denn wirklich das Weltbild, das man bisher pflegte, so zutreffend ist. Oder dann am Ende des Lebens muss man sich fragen, ja, war ich denn mein ganzes Leben lang im Irrtum und nur geglaubt, dass alles der Normalität entspricht und seinem richtigen Gang geht? Das Wesentliche des Nominalismus ist aber, so will man nicht, die Leugnung der objektiven Geltung der Allgemeinbegriffe, sondern die des objektiven Korrelats des Gedankens überhaupt. Also nicht nur wie im ersten Punkt angesprochen, das objektive Korrelat wird geleugnet, sondern die Leugnung des objektiven Korrelats überhaupt, also in jedem Denken. Es gibt einfach kein objektives, allgemeingültiges, logisch allgemeingültiges, auf einem Erkenntnisweg allgemeingültiges Korrelat dieser Gedanken, sondern nur eine psychische Tätigkeit, eine Intention, ein Wollen, welche Namen benutzt, Worte benutzt und sie dann in einer entsprechenden psychischen Bedeutung, in einer Wertvorstellung, in einem Werturteil verwendet, so wie das auch vom Gleichsatz hier auf diesem Kanal von meiner Wenigkeit und den zahlreichen nicht vorhandenen Flohvollern so behauptet wird. Das ist die Geschichte. Die Leute interpretieren ihre Begriffe auf eine bestimmte Art und Weise. Manche übernehmen da Definitionen, die in irgendwelchen Lexika angeboten werden. Andere verwenden so etwas weniger und benutzen Fernsehserien, um ihre Verhaltensmuster auszubilden, wie auch immer. Auf alle Fälle gibt es kein logisch allgemeingültiges Korrelat zu diesen Gedanken. Und ich kann die Angsthasen unter meinem Publikum jetzt schon bewahren davor, allzu chaotische Verhältnisse zu befürchten, denn die Allgemeinheit bleibt dennoch erhalten, aber eben als moralischer Begriff, und zwar in Form einer allgemeingültigen, überindividuellen Regelung des gesellschaftlichen Lebens durch Wertvorstellungen,
Klassisch wurde das als Moral bezeichnet. Wichtig ist jedoch, dass diese Wertordnungen, die dann dafür sorgen, dass Interessenkonflikte, wie jetzt auch, geregelt werden durch eine überindividuelle Instanz, ob das jetzt Jurisprudenz ist oder in einer Familie eine gewisse Atmosphäre der gegenseitigen Anerkennung, da die Verhaltensmuster ausbildet, um diese Formulierung nochmal zu gebrauchen, das spielt keine Rolle. Diese Art von Allgemeinheit wird es immer geben und ist meines Erachtens auch notwendig, um Konflikte, Machtinteressen zu lösen, regeln. Und das ist aber schon alles. Das war es dann aber auch schon mit dieser Allgemeinheit. Die bisherige pfiffige Variante, möchte ich mal sagen, alle Leute glauben zu machen, dass so etwas wie eine allgemeingültige Theorie möglich wäre, aufgrund logischer Wortkünste. Muss geleugnet werden, ist nicht akzeptabel, ist eine Form des geistigen Schwindels, wenn man so will, eine Art geistiger Gewalt, mit der naive Gemüter über den Tisch, übers Ohr gehauen werden und wie auch immer diese Formulierungen sind, wenn jemand übervorteilt wird. Und damit ist jetzt Schluss und muss jetzt Schluss sein. So, es geht weiter zur nächsten Abteilung, beziehungsweise die Abteilung Nominalismus ist weiter im Betrieb. Dieses Mal Hugo Spitzer, Nominalismus und Realismus aus dem guten alten Leipzig des Jahres 1876. Dort heißt es: Mit den Worten Nominalismus und Realismus werden zwei entgegengesetzte Vorstellungsweisen über das Verhältnis der Begriffe zu den individuellen Dingen einerseits und dem Intellekt andererseits bezeichnet, deren Gegensatz sich durch die ganze Geschichte der Philosophie hindurchzieht. Der Realismus lässt die Begriffe vor den Dingen bestehen, universalia ante rem, erfasst sie somit ihrer Abgezogenheit von den Individuen, an denen sie zur Erscheinung kommt, als reale, außerhalb des Intellekts existierende Wesenheiten auf. Universalia sunt res extra intellectum. Also Universalien, die außerhalb des Verstandes existieren. Während der Nominalismus diese im Unterschied von den einzelnen Dingen gedachten Universalien für ein subjektives Gebilde, muss das heißen, idea non habet aliquid rei, bloße Namen. Nomina oder flatus vocis. Erklärt, also bloße Namen, Nomina oder Flatus Vocis, Hauch der Stimme oder Flatulenzen der Rede, möchte man übersetzen angesichts des Geschwätzes, das vielerlei mittels Sprache den Eigentümer wechselt. Nochmal von vorn. Zwei entgegengesetzte Vorstellungsweisen, Verhältnis der Begriffe zu den individuellen Dingen. Also das ist überhaupt die Geschichte, das erkenntnistheoretische Geschichte, das Verhältnis der Begriffe zu den Dingen thematisiert wird. Das ist in den normalen, natürlichen Naturburschen, möchte man sagen, und derlei Konsorten ist das kein Thema. Denn
Da werden Begriffe und Dinge ganz problemlos miteinander identifiziert, aufgrund einer wie auch immer gearteten Erfahrung, dadurch, dass jemand die Sprache lernt oder dass dadurch, dass einem jemand sagt, dieses oder jenes heißt so und so, und man erfährt dann im Laufe der Jahre den Gebrauch durch sein alltägliches Leben, alltägliche Praxis. Und was dabei aber nicht passiert ist, dass dieses Verhältnis der Begriffe zu den Dingen thematisiert wird. Das ist für die natürlichen Gemüter kein Thema. Und so funktioniert der 0815 Otto-Normalverbraucher Durchschnittsverstand, dass dieses Verhältnis der Begriffe zu den Dingen kein Thema ist. Und jetzt kann sich jeder in diesem Zuschauerkreis die Frage stellen, inwieweit ihm das Verhältnis der Begriffe zu den Dingen ein Problem ist. Und wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, wer sich hier für diese Thematik interessiert, für derlei Trilogien wie hier die auf dem Gleichsatzkanal, für den ist es mit Sicherheit ein Thema. Sonst würden sie nicht hier sein. Andere, die jetzt nur von meiner lockeren Art, die durch Zufall jetzt hier drauf gestoßen sind und durch meine lockere Art eingenommen wurden, länger zu verweilen, bei denen mag das jetzt nicht der Fall sein. Und genau für diejenigen wiederhole ich jetzt nochmal das Thema. Um ein größeres Bewusstsein zu schaffen, einen 7-Meilen-Schritt könnte man sagen, in der Entwicklung eines sogenannten Bewusstseins, ist die Aufmerksamkeit darauf, dass sich Begriff und Ding ineinander zu einem bestimmten Verhältnis befinden. Und allein die Verhältnis ins Verhältnis Setzung bringt dann notwendigerweise, wenn jetzt jemand nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, weitere Fragen an den Tag, mit denen dann immer mehr ins Thema eingestiegen wird. Aber nun hier zurück zu Hugo, dem Spitzer. Verhältnis der Begriffe zu den individuellen Dingen einerseits und dem Intellekt andererseits, deren Gegensatz sich durch die ganze Geschichte der Philosophie dreht. Realismus fasst die Begriffe vor den Dingen, lässt die Begriffe vor den Dingen bestehen. Also es ist zuerst der Begriff und den verwendet man dann auf die Dinge und ist kein Problem, also identifiziert in der Regel. Fasst sie somit in ihrer Abgezogenheit, müsste das heißen, von den Individuen, also abstrahiert von der Individualität des einzelnen Geschehens, mit dem es dieses Subjekt zu tun hat, als Allgemeinbegriffe und sieht darin kein Problem. Also bleibt dann bei realen, außerhalb des Intellekts existierenden Wesenheiten, die dann auch objektive Wesenheiten sind, durch die Allgemeingültigkeit der Begriffe. Also wie gesagt, wird kein Problem darin gesehen. Während der Nominalismus diese im Unterschied von den einzelnen Dingen gedachten Universalien für ein subjektives Gebilde, so wie bei Willmann eben das Gedankliche, wird auf die psychische Tätigkeit beschränkt.
Also es ist in dem, was die Leute alle sagen, ob das Wissenschaftler sind, wer auch immer. Es ist immer nur die subjektive Meinung derjenigen. Und es kann nichts einen Anspruch auf höhere logische Allgemeinheit und damit dem zu folgen und beizustimmen erhoben werden. Wenn, dann ist diese Zustimmung erschlichen aufgrund falscher Voraussetzungen oder durch das Unterschlagen gewichtiger Gründe, die dagegen sprechen, durch intellektuelle Gewissenlosigkeit zum Beispiel oder ähnliche Dummheit. Es handelt sich bloß um Sprache und weil diese Sprache unter falschen Voraussetzungen benutzt wird, eben das dahinter objektiv allgemeingültige Qualitäten, Existenzen stehen, ist diese Sprache zu vergleichen mit Fürzen. Bin jetzt gespannt, wie das YouTube, Google übersetzt im Transcript, aber es dürfte klar sein, was gemeint ist und deswegen reite ich jetzt weiter, keine Hugo Spitzer Festspiele, noch zweimal ist der gute Mann mit dabei mit seinen Beiträgen, seine Entschädigung ist damit dreimal 7 Euro, 21 Euro, abgerechnet wird auf der Verwertungsgesellschaft Kunst und Kultur. Ach, da sehe ich gerade, 1876 ist ja nicht mehr entschädigungspflichtig, der gute Mann. Das Kopienrecht ist ja erloschen. Mittlerweile. Nun gut, wir hören Hugo Spitzer. Fries, das heißt der gute, ein Neukantianer, der versuchte eine neue Kritik der Vernunft aufzusetzen, nachdem ihm bei Immanuel Kant einige Ungereimtheiten aufgefallen sind. Hat dann auch eine Schule gebildet, die berühmte Fries-Schule. Mit sind die bekanntesten Vertreter dürfte wohl Leonard Nelson sein, der aufgefallen ist durch seinen Aufsatz oder größere Arbeit, denke ich mal, die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie. Allerdings auch wieder sehr frustrierend möchte ich nicht sagen, aber dennoch enttäuschend, dass nach einigen klug gestellten Fragen in diesem Werk von Nelson dann doch wieder am Ende ein anderer Objektivismus im Blau steht, womit die ganze revolutionäre Kraft der Abschaffung dieses Blödsinns wieder flöten geht. Also, Fries stellt die objektive Realität allgemeiner über die Einzelerscheinung übergreifender und dieselbe bestimmender Prinzipien, als welche die Naturgesetze nicht selten aufgefasst werden, in Abrede. Ihm gilt als Hauptsatz bezüglich der Gültigkeit der Erkenntnis, dass alle metaphysische Verknüpfung der Existenz der Dinge, nach welcher das Allgemeine der Erklärungsgrund des Besonderen wird, nur durch Abstraktion erscheint und nur Stufen der subjektiven Gültigkeit bezeichnet, ohne von objektiver Bedeutung zu sein. Bei Fries dasselbe Phänomen, ist alles hier wunderbar, aber dann am Ende bleibt die objektivische Wissenschaft und Philosophie und die allgemeingültige Erkenntnis weiter am Leben, anstatt ihm das Genick zu brechen.
Interessant hier der Gedanke, dass auch sogenannte Naturgesetze unter diesen abstraktiven Prozess, die Abstraktionsmethode fallen, wie das bei dem besagten Nomoi schon angedeutet ist, irrtümlich, so spät ist es nicht her. Nomoi eben nicht nur Sache der Setzung, sondern auch des Gesetzes, ist damit verbunden, sprich die Entlarvung der objektivischen Allgemeingültigkeit wirkt somit hinein bis in die Gesetzgebung, nicht nur der wissenschaftlichen, sondern auch der sozialen Gesetzgebung. Aber ich erhalte soeben die Mitteilung, dass meine Zeit für diese Folge 34 abgelaufen ist. Wiederhole hier nochmal die Hervorhebung auf die subjektive Gültigkeit, hier bei Spitzer die subjektive Gültigkeit, und noch ein Haus weiter zurück nochmal die psychische Tätigkeit, die den Namen ihren Stempel aufdrückt, und das soll es dann auch sein. Also schließe mich dem Ganzen an, und umso unbegreiflicher ist es dann, dass aufgrund dieser zutreffenden und mächtigen Analyse keine Konsequenzen daraus abgeleitet werden, die dann dazu führen, einen wesentlichen Umschwung in der Gedankenbildung, nicht nur der Gedankenbildung, sondern auch des Weltbildes und auch der Auffassung von Staat und Gesellschaft und allem, würde der Computer Nummer 42, von dem ich mein Bewusstsein eines Planeten, die Formulierung herführe, Bewusstsein wie ein Planet, beanhaltet durch die Galaxis jetzt. Da war das Eingeweihten sicher ein Begriff. Jetzt aber war es das für dieses Mal mit mehr Aufmerksamkeit für die Markierung des nächsten Mals. Bis Friede auf Erden und Kampf den Unterdrückern. Out.